Hi zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um das Update von iNav 2.2.1 auf die aktuelle Version 2.3.0, die gestern released wurde. Und in dem Video möchte ich euch kurz mal zeigen, wie ihr da Schritt für Schritt durchgeht, um zum einen sicherzustellen, dass das Update sauber und reibungslos funktioniert. Und ich zeige euch dann auch noch einen kleinen Trick, wie ihr genau sehen könnt, dass die Übertragung eurer Einstellungen auf die neue Version auch ohne Probleme funktioniert hat. Neue iNav-Version wurde gestern um diese Uhrzeit released, also am 25.11. Ich will jetzt auch nicht weiter durch die ganzen Features gehen, die mit iNav 2.3 eingeführt wurden. Wichtig ist aber, dass ihr euch mal hier anschaut, was für globale Funktionen dazugekommen sind und was für neue CI-Variablen dazugekommen sind. Das wird nämlich später nachher noch etwas bedeuten oder etwas von Bedeutung sein, wenn ihr die Einstellungen vergleicht. Was ihr dafür braucht für das Update ist einmal die aktuelle iNav-Konfigurator-Version 2.3.2. Nehmt auf keinen Fall die vorigen 2.3-Versionen, die zwischenzeitlich released wurden. Da gab es noch einen gravierenden CI-Fehler, der euch hier beim Übertragen der Einstellungen eben mal alles zerschießen kann. Außerdem braucht ihr noch den iNav-Konfigurator 2.2.1, ist nicht zwingend notwendig, würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, da man, wenn man irgendwas an der Konfiguration von einer iNav-Version macht, immer auch genau den entsprechenden Konfigurator dafür verwenden sollte, einfach damit es keine Kompatibilitätsprobleme gibt. Außerdem empfehle ich euch, die Anwendung Notepad++ runterzuladen. Links dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, die 32- oder 64-Bit-Version, je nachdem, was ihr dazu benutzen wollt. Und außerdem für Notepad++ das Compare-Plugin, was ihr hier in der entsprechenden Version zu eurer Notepad++-Version runterladen könnt und den Inhalt einfach in den entsprechenden Plugin-Folder kopiert. Wofür das nachher gut ist, seht ihr dann später noch. So, um das Update dann durchzuführen, beziehungsweise erstmal eure Einstellungen zu sichern, starten wir hier den iNav-Konfigurator 2.2.1. Ich habe jetzt auch meinen Flight Controller schon connected, das ist mein AR-Ring oder einer der beiden mit dem F411 Flight Controller. Die Benachrichtigung mit der neuen Konfigurator-Version klicken wir hier einfach mal weg, weil wir haben ja den neuen schon runtergeladen. Dann gehen wir hier erstmal auf Connect und wie ihr seht, dieser Flight Controller ist komplett eingerichtet. Hier sind alle meine Einstellungen, Mixer, Tuning und so weiter drin. Da gehen wir jetzt hier in den CAI-Tab, machen das Fenster erstmal leer und machen erstmal ein komplettes Backup von der Einstellung. Dazu tippen wir einfach mal ein, dump all. Und hier wird jetzt die komplette Konfiguration von iNav ausgegeben, inklusive sämtlicher Profile, auch die, die gerade nicht aktiv sind. Und davon machen wir uns ein Backup. Man kann auch hier über Save to File das Backup abspeichern. Das habe ich jetzt allerdings schon gemacht. Wir brauchen allerdings den Inhalt auch nochmal kopiert. Und den laden wir uns in Notepad++. Und machen hier, Moment, ich mache die beiden mal zu. Kopieren das einfach mal hier in einen Tab rein. Wofür das gut ist, zeige ich euch dann später. Das braucht man nämlich nachher, um die Einstellungen zu vergleichen. Das nächste, was wir machen, das ist sogar noch wichtiger für das Update. Ohne das wird es nämlich nichts. Zumindest nicht, wenn ihr eure Einstellungen behalten müsst. Wir machen hier nochmal Clear Output und geben diesmal ein Diff All. Jetzt werden nämlich nur die Einstellungen ausgegeben, die von den Standardwerten von iNav abweichen. Sprich, alles, was ihr eigentlich nach der initialisierten oder nach der Erstinstallation verändert habt. So, das kopieren wir uns jetzt auch nochmal. Machen jetzt hier einfach einen neuen Tab und kopieren uns das hier rein, weil das brauchen wir nämlich gleich, um unsere Einstellungen auf die neue iNav-Version zu übertragen. Gut, dann sind wir eigentlich mit dem 2.2.1-Konfigurator schon fertig, können hier disconnecten, können den schließen, der Flight Controller rebootet und wir starten unseren Konfigurator 2.3.2 für die neue Version. Hier gehen wir jetzt in den Firmware-Flasher, warten bis die Bordinformationen geladen sind, wählen unser Board aus, iNav Version 2.3.0 und lassen die Einstellungen, wie sie sind, Full Chip Erase, die anderen Haken aus, laden die Firmware und klicken auf Flash.
Sollte das mit den Flaschen nicht funktionieren und hier oben nicht DFU drin stehen, ich habe noch ein anderes Video, das verlinke ich euch auch noch in der Videobeschreibung, wo es um die Ersteinrichtung von iNav geht. Und da ist auch beschrieben, wie ihr den Driver-Fixer benutzen könnt, um den korrekten DFU-Treiber zu verwenden. So, wenn der Flash-Vorgang abgeschlossen ist, habt ihr hier oben dann wieder euren COM-Port. Das heißt, wir connecten jetzt zu iNav. Und in dem Konfigurator gibt es jetzt eine neue Abfrage beim Start, wenn er erkennt, dass hier eine nicht konfigurierte Version drauf ist. Da könnt ihr direkt mal auswählen, was für ein, ob ihr ein Quad, ein Airplane oder ein Custom UAV einsetzt. Oder in dem Fall jetzt ist das relativ egal. Wir sagen jetzt hier Keep Current Settings. Dann wird jetzt ein Flag in der Konfiguration umgestellt, dass wir das ausgewählt haben. Das wird dann beim Zurückspielen der Konfiguration nochmal resettet. Das heißt, die Abfrage kommt nochmal, das zeige ich euch gleich. Da müssen wir dann auf jeden Fall auch wieder auswählen, dass wir unsere Settings behalten wollen. So, wie ihr seht, hier ist jetzt nichts konfiguriert. Alles ist auf Default. Wir gehen also wieder in den CAI, nehmen jetzt unser Diff, was wir vorher gesichert haben, kopieren den kompletten Inhalt hier in die Zeile, drücken Enter und alle Einstellungen von der vorigen Konfiguration werden jetzt übertragen. Und da warten wir jetzt einfach kurz, bis das abgeschlossen ist. So, da der letzte Befehl in der Liste jetzt ein Save-Befehl war, werden die Einstellungen auch komplett gespeichert. Und der Flight Controller rebootet. Und jetzt ist natürlich dadurch, dass hier ganz oben auch nochmal die Defaults wiederhergestellt werden, auch dieser Initialisierungsflag wieder weg. Deswegen kommt auch nochmal diese Abfrage. Hier jetzt auf jeden Fall auf Keep Current Settings klicken. Ansonsten sind einige Einstellungen direkt wieder überschrieben. So, dann sind wir technisch gesehen eigentlich auch schon fertig mit dem Update. Alle Einstellungen sind wieder da, die Kalibrierungsdaten sind auch wieder drin. Und theoretisch würde das Ganze jetzt schon funktionieren. Und dann gehen wir nämlich nochmal in das CAI, machen wieder Clear Output History, machen an der Stelle nochmal ein Dump All, lassen uns nochmal die gesamte Konfiguration ausgeben. Die kopieren wir uns jetzt wieder raus in einen neuen Tab im Notepad++. Den Tab mit dem Diff können wir hier an der Stelle schließen, den brauchen wir nicht mehr. Und jetzt kommt nämlich das Compare-Plugin zum Tragen. Da können wir nämlich jetzt die beiden Konfigurationen miteinander vergleichen und sehen, was sich hier geändert hat. Und hier sollte jetzt eigentlich fast alles identisch sein. Das Einzige, was jetzt an Änderungen drin ist, wir haben jetzt auf der linken Seite die Konfiguration für 2.2.1, auf der rechten Seite die für 2.3.0. Und dann sieht man nämlich, dass hier einige Variablen neu dazugekommen sind. Das sollte eigentlich Standard sein. Eventuell auch welche verschwunden, wie das beispielsweise. Das wird jetzt nicht mehr supported. Parallel PWM-Input und RX-MSP. Und da könnt ihr jetzt hier durch die ganze Liste durchgehen, können sehen, was sich geändert hat. Hier ist ein neues OSD-Layout-Item drin. Hier unten haben wir die Einstellungen für den Dynamic-Notch-Filter, die hier als Änderungen dazugekommen sind. Die RSSI-Source, Throttle Scale und diese Einstellungen, die hier jetzt im CAI neu drin sind oder sich eventuell, wo sich die Defaults geändert haben, das hatte ich nie angepasst, weil das eher für Copter ist. Und hier gibt es halt neue Default-Werte. Und alles, was hier neu dazugekommen ist, könnt ihr dann hier nachlesen entsprechend, dass das dann auch soweit passt. Und dann wisst ihr am Ende nämlich, ob eure ganze Konfiguration sauber übernommen wurde. Und dann könnt ihr auch ziemlich sicher sein, dass sich der Flieger wieder genauso verhalten wird wie vorher. Und zusätzlich habt ihr halt die ganzen neuen Features von iNav 2.3, auf die ich wahrscheinlich demnächst in einem neuen Video noch eingehen werde. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und auch entsprechend geholfen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Lasst doch auch gerne ein Abo da, damit ihr die neuen Videos nicht verpasst. Und denkt natürlich an die Notification-Glocke. Dann kriegt ihr auch entsprechend im YouTube eine Benachrichtigung, falls ich ein neues Video hochlade. Ansonsten, ja, war es das eigentlich soweit und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut!